25 Kilo Wärme. In den Paketen stecken Decken. Über 1000 Stück haben wir davon an Bord. Sie sollen die Flüchtenden, die wir auf dem Meer vermuten, vor der Kälte schützen. Ich bin Nadja. Und das hier ist ein Versuch, etwas gegen den Wahnsinn zu unternehmen, der sich direkt vor unseren Augen abspielt. Mit der MS Aquarius sind wir auf dem Weg in Richtung libyscher Küste. Die NGO SOS Mediterranee hat es sich zur Aufgabe gemacht, Flüchtlinge in Seenot zu retten. And even if you really feel I cannot concentrate anymore, then just ask your partner. Vor 2 Tagen habe ich noch mit den Freiwilligen an Land zusammengesessen. Jetzt lernen wir, wie man verängstigte Menschen aus dem Meer holt, bevor sie ertrinken. Aber wie weit kann man sich darauf wirklich vorbereiten? Okay, Ebenezer, just please come. Welcome to the. Die meisten Helfer haben in der Zeitung von der Mission gelesen. Keiner von ihnen hat zuvor einen Menschen aus dem Meer gerettet. So you can start. Okay, we can start already. We can start already with preparing the mooring rope. Auf derselben Route, die wir gerade nehmen, war auch einer der Helfer schon einmal unterwegs. Vor 9 Jahren flüchtete Sen auf einem winzigen Holzboot vor dem berüchtigten Militärdienst in Eritrea. I lose all my society, my community, my family, my. Ich habe damals all meine Bekannten verloren, meine Familie, mein Land, alle Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber ich musste mich entscheiden. Und dafür habe ich mein Leben riskiert, um in Freiheit zu leben. Aber hattest du nicht auch Angst, als du in dem Boot auf das offene Meer gefahren bist? Klar, aber ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Wenn du so lange in Angst lebst, hast du irgendwann keine Angst mehr vor der Angst. Ich wollte lieber in dieses kleine Boot, als weiter in Libyen festzusitzen. Ich wusste, dass ich nie mehr zurück in meine Heimat kann. Weißt du, manchmal, wenn du einen Weg eingeschlagen hast, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Du schaust nicht zurück, du schaust nur nach vorne. Der Rettungsleiter bei SOS Mediterranee war noch vor wenigen Monaten Kapitän auf einem Containerschiff. Heute rettet Matthias Leben. Kontext jetzt, das ist neu. Das ist Libyen, richtig? Das ist Tripolis, ja, genau. Mhm. Wie nah dürfen wir ranfahren? Also wir fahren auf keinen Fall dichter als 12 Meilen. 12 Meilen ist die Grenze der Hoheitsgewässer. Da fahren wir, also da halten wir uns schön raus. Aber bis dahin fahren wir natürlich mit großer Vorsicht ran. Und wenn man hört, dass die libysche Küstenwache angeblich halt so und so viele Leute gerettet haben oder gerettet hat, die werden zurückgebracht nach Libyen. Das ist nicht gut. Die sind mit dem Gefühl losgefahren, also lieber auf See ertrinken, als in Libyen zu bleiben.
Um 5 Uhr morgens geht der erste Notruf ein. Irgendwo da draußen treibt ein Flüchtlingsboot. Für mich ist es unfassbar, dass nur wenige Meter entfernt Menschen um ihr Leben kämpfen. An Bord der SOS Mediterranee läuft die Routine an. Das Flüchtlingsboot treibt in völliger Dunkelheit orientierungslos auf dem Meer. Neben mir wartet Celine und erklärt mir, was wir gleich zu tun haben. Celine ist Krankenschwester. An diesem Morgen rettet das Team 116 Menschen. Are you okay? Okay. You sit here with the others. You are safe now. Everything is okay. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Rettungsweste aufgemacht, Menschen in Sicherheit gebracht. Alle sind völlig erschöpft, einige schwer verletzt. Und trotz ihres schlechten Zustandes haben sie sich mit einem provisorisch zusammengeschraubten Boot auf die Flucht begeben. Unter Deck leistet Celine gemeinsam mit einem Arzt die erste Notversorgung. Sarah.
Sie sind so müde. Ja, sie sind sehr müde, weil sie die ganze Nacht unterwegs waren. Wie viele sind verletzt? Knapp 10. Und was haben sie? Manche wurden angeschossen. Andere haben Knochenbrüche, weil es im Boot so eng war und sie gefallen sind. Und wenn wir jetzt in Italien ankommen, müssen wir dann manche ins Krankenhaus bringen? Der Arzt schreibt einen Bericht und dann gibt es vor Ort andere Organisationen, die sich um sie kümmern, so wie das Rote Kreuz. Und wie geht es dir? Jetzt schon besser. Wir wissen, dass es ihnen so einigermaßen gut geht und es keine großen Notfälle mehr gibt. Keep it, you will need it. It's getting cold later, yeah? Alle Geretteten frieren. Manche sind stark unterkühlt. Die Kleidung, die sie tragen, ist oft giftgetränkt mit einer Mischung aus Salzwasser und Benzin. Schon nach Stunden auf dem Meer hat sich ihre Haut damit verätzt. Jeder Gerettete muss an Bord registriert werden. Danach entscheidet die Rettungsleitstelle in Rom, wie es für sie weitergeht. Wie zufällig begegnen sich hier auf dem Mittelmeer zwischen Italien und Libyen fremde Menschen, die einen auf der Flucht, die anderen, um sie zu retten. Die italienische Marine übernimmt die Flüchtlinge und wird sie nach Italien bringen. Wohin genau, wird weder uns noch den Flüchtlingen gesagt. Und noch etwas fällt mir auf. Keiner der Flüchtlinge fragt, was jetzt eigentlich mit ihnen passiert. Es muss wohl überall besser sein, als an dem Ort, von dem sie gekommen sind. Wie lange warst du in Libyen? In Libyen war ich 3 Jahre. Wir haben dort so viel Schlimmes erlebt. Deswegen musste ich da weg. Überall in Libyen gibt es Waffen, überall. In den Autos, auf dem Markt. Egal, wo du hinschaust. Viele Schwarze werden ins Gefängnis gesperrt. Sie bringen die auch um. Aber die haben nichts getan. Die haben einfach nichts getan. Hattest du denn gar keine Angst, da raus aufs Meer zu gehen? Nein, ich hatte keine Angst, weil ich einfach nur aus Libyen raus wollte. Jederzeit kannst du dort dein Leben verlieren. Deshalb haben wir uns gesagt, okay, komm, lass uns abhauen. Auch wenn wir nicht schwimmen können. Aber lass uns gehen. Überall ist es besser als dort. Ob sie das Leben, von dem sie träumen, in Europa finden werden? Erst einmal warten Auffanglager und Asylverfahren auf die Geflohenen. Ein normales Leben, so wie wir es kennen, ist noch unendlich weit weg. Am Ende unserer ersten Rettungsfahrt bleibt das Hab und Gut der Flüchtlinge an Bord zurück. Ihre benzinverseuchte Kleidung. Nicht ein Flüchtling hatte Schuhe an seinen Füßen. Wie hast du dich gefühlt, als die erste Rettungsaktion vorbei war?
When I finished, I think I was just very tired. Ich war erst mal total müde. Yes, the feeling was more. Als ich hier angefangen habe und das erste Mal ein Boot gesehen hatte, das allein auf dem Meer trieb, war ich sehr traurig und in Tränen nah. On the sea and I felt very sad, close to cry, but I have to act. Aber ich musste mich zusammennehmen und meinen Job machen. Als ich hier angefangen und das Ganze gesehen habe, war ich sehr wütend über das, was hier passiert. Ich wusste, ich mache hier das Richtige. Trotzdem sind wir alle sehr traurig über die Situation. Wir wissen, dass die Menschen leiden und dass das nicht das Ende ihres Elends ist. Auch wenn wir hier manchmal Menschen sehen, die sich freuen, weil sie Libyen überlebt haben, wissen wir doch, dass es für sie nicht zu Ende ist. Then we see many smiles and they look very happy, but yeah, we know that it's not finished for them. Ich habe wirklich versucht, dir zu helfen, aber dann konnte ich einfach nicht mehr. Diese Wellen, vor allem die Situation der Menschen, das hat mir so weh getan. Am Ende hatte ich einfach keine Kraft mehr. And then I feel okay, I lost all my power. Ich versuche, meine Gefühle im Griff zu behalten und mich, so gut es geht, um die Menschen zu kümmern, die unsere Hilfe brauchen. Wir geben ihnen etwas zu essen und zu trinken, Decken. Ich versuche, mich auf die Menschen zu konzentrieren und nicht auf mich. Station calling Aquarius, reply. The give position for one boat sinking. Okay, please tell me the position. Was bedeutet das jetzt? Keine Ahnung. Also das heißt, wir dürfen nicht weiterfahren? Nein, wir können nicht weiterfahren, weil die sind innerhalb der libyschen Hoheitsgewässer, weil die sind immerhin noch 9 Meilen von der Küste weg und die nähern sich wieder, weil sie durch den Wind dahin driften. Ja, es wird sehr, sehr schwierig sein, da jetzt eine Lösung zu finden. Wenn das ein Fischer ist, der Kleine, dann könnten wir ihn vielleicht engagieren. Dass er das ist uns nur eine das Idee, dass er uns die Leute rausbringt. I would like to ask you to call in Arabic fishing vessel, Libyan fishing vessel in vicinity of migrant boat. Say this 2 times and say call our name. And this repeat 2-3 times. داخل السايد ليبيا نحن أكواريوس. داخل السايد ليبيا نحن من أكواريوس. نحكيكم من أكواريوس. وينك انت هلا؟ وين اي على اي بخرة؟ Are you in vicinity of migrant boats? انت قريب ل ل ل لشخطورة عم 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 تغرق هلا شخطورة ل migrants. Change channel. He wants to have Aquarius, Gas Victory. Gas Victory, Aquarius. As we go to channel 1-2. 1-2. So we call it, we will pick up 24 persons here from the boat. So we will proceed outside the territorial waters and waiting for some patrol ship or warship to disembark the people that are How many persons left on the migrants' boat?
Nothing. We will pick up all of the people. The bigger boat is empty. We will pick up all of the people that is in the boat. And so I don't need your assistance more for you and for the other ships, because the people that is here in this boat, already all of them already are on board. Yeah, very good. Congratulations and thank you for this very, very good information. Okay, okay, thank you. Für Zen muss die Fahrt auf der Aquarius wie ein Déjà-vu sein. Erinnert dich das Ganze hier nicht ständig an deine eigene Geschichte? Ja, natürlich. Als ich auf dem Rettungsboot gewesen bin und das Ganze gesehen habe, ist mir wieder klar geworden, was ich erlebt habe. Ich sehe, was sie durchmachen und wie sie sich fühlen. Der Unterschied ist, heute bin ich hier, um ihnen zu helfen. Die Menschen sind total verzweifelt und mein Job ist es, sie zu beruhigen, ihnen zu sagen, dass sie keine Angst mehr zu haben brauchen, dass wir hier sind, um ihnen zu helfen. Calm down, don't worry, we are here to help you. So I spoke with a few of them. Ich habe mit einigen gesprochen. Sie erzählen, was ihnen Schlimmes in Libyen passiert ist. Sie wurden misshandelt, wurden zu Unrecht eingesperrt. Hast du die gleichen Erfahrungen gemacht? Ja, sie sperren dich ins Gefängnis. Und wenn du einmal eingesperrt bist, kümmert sich keiner mehr um dich. Dort gibt es kein Gesetz. Niemand, der dich unterstützt. Alle sind gegen dich. Du kannst in Libyen nicht einfach frei rumlaufen. Wir haben einen Notruf bekommen. Die Vorbereitung ist schon zur Routine geworden. Aber eine Sache ist anders. Es ist schon ziemlich spät am Nachmittag. Das kann nur heißen, dass die Flüchtlinge, die ihre Flucht in der Regel nachts beginnen, schon sehr lange unterwegs sein müssen. Wir wissen nicht, was uns da erwartet. Also wie lange die unterwegs sind. Es kann wirklich sein, dass die in einem nicht mehr so guten Zustand sind, dass das Boot in einem nicht mehr so guten Zustand ist. Das müssen wir sehen. Also man muss davon ausgehen, dass die schon sehr lange unterwegs sind und die Bedingungen draußen sind nicht so wahnsinnig gut. Also für uns jetzt nicht schlecht, aber für so ein Schlauchboot wirklich nicht gut. Wie lange brauchen wir, um da hinzukommen? Ungefähr noch 50 Minuten. Okay, und das ist jetzt aber nicht der Fall wie gestern, dass die noch im libyschen Gewässer sind? Nein, absolut nicht. Das ist in internationalen Gewässern jetzt. Mhm. Aber wir wissen natürlich nicht, also die Zeit ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Das Boot ist in einem so schlechten Zustand, dass es kentert. So kurz vor der Rettung drohen die Menschen zu ertrinken. Es bleibt nicht einmal genug Zeit, um jedem eine Rettungsweste zu geben. Die Menschen sind in Todesangst und springen ins Wasser, um das Rettungsboot zu erreichen, obwohl die meisten nicht schwimmen können. Ein Flüchtling musste reanimiert werden. 8 Menschen sind heute gestorben. An Deck herrscht eine Mischung aus Ohnmacht und Verzweiflung. Einer fragt nach seiner Schwester, ein anderer nach seiner Frau.
Dass sie tot sind, wird ihnen später einer der Ärzte erklären. Auch am nächsten Morgen stehen viele Menschen immer noch unter Schock. Was ist auf dem Boot passiert? Als wir losgefahren sind, war das Wetter in Libyen noch gut. Aber als wir in internationalen Gewässern waren, wurde es immer schlechter. Immer mehr Wasser ist in das Boot gelaufen und dann ist es in der Mitte eingeknickt. Als du unser Schiff gesehen hast, wusstest du gleich, dass wir euch retten werden? Oder hattest du Angst, dass wir libysche Polizisten sind? Ich dachte, ihr fahrt weiter. Wir haben nicht damit gerechnet, dass ihr uns rettet. Wir haben nur noch geschrien und gewunken, in der Hoffnung, dass uns jemand hilft. Auch die Crew ist bei dieser Rettung an ihre Grenzen gestoßen. Also es stand eigentlich viel mehr im Vordergrund, dieses unmittelbare Erleben, dass man an seiner totalen Kraftgrenze arbeitet und dass man Leute ertrinken sieht. Und man hat aber einen an der Hand und man kann den nicht mehr erreichen und man müsste den anderen loslassen. Und man hat es halt noch geschafft, so die ersten zwei, drei Leute halt alleine hochzuhieven. Das ging aber irgendwann, verlassen anderen die Kräfte. Und man kann dann wirklich nur noch die Hand festhalten und warten, bis jemand anders wieder frei ist und einem helfen kann. Sie alle wurden gerettet. Aber was nun in Italien auf sie zukommt, wissen sie nicht. Für wenige Stunden teilen wir uns mit den Geretteten den Platz an Deck. Dann trennen sich unsere Wege. Ihre Flucht endet auf Lampedusa, aber ihre Reise in die erhoffte Freiheit ist damit noch lange nicht vorbei. Ihre nächste Station wird ein Flüchtlingscamp sein. Und dann? Während wir hier die Menschen verabschieden, starten von Libyen aus die nächsten Flüchtlingsboote auf das Mittelmeer.